Autoindustrie gibt Gas für eine digitale Zukunft. Mehr als 400 Vertreter aus der Automobilbranche haben sich in Berlin getroffen, um über neue Geschäftsstrategien zu diskutieren. Noch ist der Automarkt gesund, versicherten die Vorstände aus Auto- und Zulieferindustrie, doch die Branche insgesamt ist in Bewegung. Die Geschäftsmodelle werden sich radikal verändern. Und jetzt ist, glaube ich, unsere Aufgabe, unsere Firmen von einem Autohersteller immer mehr zu einem Mobilitätsdienstleister zu transformieren. Und das ist natürlich spannend. Werden wir in Zukunft überhaupt noch eigene Autos besitzen? Werden Fahrzeuge noch Lenkräder haben? Und wie verhindern wir den Verkehrskollaps in den Städten? Einig war man sich, dass ein Weitermachen wie bisher auf lange Sicht nicht funktioniert. Das ist ja das Ziel, dem Kunden ein Angebot zu machen, das bestmögliche Transportmittel auszuwählen. Das heißt, der Automobildienstleister ist ein Thema, aber es ist natürlich das ganze Ökosystem, was irgendwie vernetzt sein muss, damit man wirklich weiß, wo will der Kunde hin, was will der Kunde machen, wie vernetze ich alle Sachen. Also das Thema sind Daten, Daten, Daten. Das ist das große Thema eigentlich, wenn ich über Mobilitätsdienstleister rede. Die Kongressteilnehmer nutzten die Pausen für Gespräche oder besuchten eine kleine T-Systems-Ausstellung. Hier wurden Lösungen für das smarte Parken gezeigt, vernetzte Funktionsjacken für die Autofabrik oder IT-Systeme, die Autos vor Hackerangriffen schützen. Zum Kongress in die Hauptstadtrepräsentanz der Telekom eingeladen, hatte die Zeitschrift Automobilwoche. Und es wurde das 10. Jubiläum gefeiert. In 2014 hatten wir zum ersten Mal durchgängige Referenten hier oben stehen, die sich überhaupt mit dem Thema Digitalisierung, Apps im Fahrzeug auseinandergesetzt haben. Und jetzt geht es natürlich alles rasant schnell. Fahrt aufnehmen, Offroad fahren, neu ausrichten. Die Größen der Automobilindustrie setzten in Berlin das Signal, das Thema Digitalisierung mehr als ernst zu nehmen. Die Angst vor den neuen Konkurrenten aus dem Silicon Valley hat sich noch nicht ganz gelegt. Wenn man das Geschäftsmodell anschaut von der Autoindustrie heute und vor 120 Jahren, hat sich kaum etwas geändert. Wenn man sieht, wie die zum Beispiel Mobilindustrie funktioniert, also die Mobilindustrie ist in 5 Jahren weiterentwickelt als die Automobilindustrie in 50 Jahren. Und ich glaube, wenn wir da kein Beispiel daran nehmen, dann werden wir ein Problem haben. Und ich glaube, dieses Konflikt muss man schon in den Augen sehen müssen. Das Kapitel Zukunft der Autobranche ist also noch lange nicht abgeschlossen.